liebe die Berge. Mein zweiter Vorname ist eigentlich auch Heidi. Und in diesem Buch von Paolo Cognetti, Acht Berge, habe ich all das gefunden, was ich an einem Buch, was in den Bergen spielt, liebe. Es geht um zwei Jungs. Piero, bleiches Stadtkind aus Mailand, der eine, und Bruno, ein Junge, der in den Almen im Schatten der Monte Rosa groß geworden ist, der andere. Und beide verbringen die Sommer in einem kleinen Dorf im Aostatal und wachsen dort zu jungen Männern heran. Und in diesem Leben zwischen Almen, Wildbächen, Klettern, die eigenen Grenzen ausprobieren, werden sie zu Freunden fürs Leben. Eine Freundschaft, die auch die unterschiedlichen Entscheidungen, die sie für ihre Lebenswege treffen, überdauert. Während Piero Dokumentarfilmer wird und es ihn immer wieder nach Tibet zieht, bleibt Bruno auf der heimischen Scholle. Was aber bleibt, so wie die Berge in ihrer Ewigkeit, in ihrer Unerbittlichkeit und in ihrer Unnahbarkeit, ist auch die Freundschaft zwischen den beiden, die auch die Frage überdauert, was eigentlich das richtige Leben ist, gehen oder bleiben. Ein Buch, nach dem man auf jeden Fall seine Schuhe schnüren möchte, um sofort gen Süden zu fahren, oder was Männer gerne und mit frohem Herzen ihrem besten Freund schenken können. Acht Berge von Paolo Cognetti.